Hi Folks und hallo Mitmenschen. In diesem Video geht es um das hier, einem weiteren RPG Monster Handbuch, um kein geringeres als wie Sandy Petersens Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen, der Unspeakable Creatures für das Cthulhu-Rollenspiel. Wie ihr seht, es ist noch eingeschwiesen. Und ich werde es jetzt von der Folie befreien. Denn Bücher wollen atmen. Wie immer ein kleiner vorsichtiger Ansatz in der oberen Ecke. So. Habt ihr das gesehen? Dann werden wir hier den Schneidfix versuchen anzuwenden. Was? Könnte ein wenig schwer werden, weil das Buch ist nicht allzu dick. Ja, ich glaube, ich lasse es lieber sein. So. So, der Anfang ist gemacht. Ja, wir können es leicht aufziehen. So, das ging ja doch schneller und einfacher, als ich gedacht habe. Wie das vorherige Monsterhandbuch ist es weiß gehalten. Ein mattes Weiß, ja fast schon ein helles Grau. Und die Schriftzüge sind wie immer eingestanzt. Sandy Petersens Bestimmungsbuch der Unspeakable Creatures. Ein praktisches Handbuch übernatürlicher Entitäten und Wesen von jenseits der Mauer des Schlafes für alle Feldforscher. Sonderbare Schemen im Park, eigenartige Geräusche aus dem Keller, lauerndes Grauen in der Küche, böse Träume, die merkwürdige Abenteuer und bizarre Kreaturen mit sich bringen. Es ist nie einfach, die drohenden Schrecken des Cthulhu-Mythos zu identifizieren. Darum benötigen Forscher jede Hilfe, die sie bekommen können. Gehe nicht aus dem Haus ohne das Bestimmungsbuch. Ein essentieller Führer für jeden aufstrebenden und erfahrenen Investigator. Genau und vollständig. 53 unaussprechliche Kreaturen. Unspeakable Creatures aus der wachen Welt und den Traumlanden, den Dreamlands, kategorisiert und in allen Einzelheiten. Vollfarbige Illustrations, full colored. Größenvergleiche, ja, die sind wichtig. Hinweise zu Vorkommen, Verbreitung, Lebens- und Verhaltensweisen. Unterscheidungsmerkmale gegenüber ähnlichen Entitäten.
Warnhinweise und Literaturempfehlungen. Die Illustrations und Beschreibungen der Kreaturen des Cthulhu-Mythos und der Traumlande basieren auf den Schöpfungen von H.P. Lovecraft. Mit seiner klaren Optik und den unter schwersten Bedingungen erlangten Informations hat dieses Bestimmungsbuch mir mehr als einmal den Allerwertesten gerettet. Ernest P. Walderbest. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendeine geheimnisvolle Destination. Mit einem Loch in der Mitte. Das in ungeahnte Gefilde führt. Zum Größenvergleich haben wir hier wohl einen Menschen. Ja. Okay. Ja, wen oder was haben wir hier? Ist das Nyarlathotep oder wie der auch heißen mag? Ich weiß immer noch nicht, was das hier sein soll. Sieht aus als ob der im Strahl kotzt, also im Kreis. Wer genaueres weiß, kann das hier mal in die Kommentare posten. Also, klappen wir es auf und schauen uns das Ding mal an. Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen. Ah ja, und hier haben wir ein Bildnis von H.P. Lovecraft, von Howard Phillips Lovecraft. Lebte von 1890 bis 1937. Starb ein Jahr nach Robert E. Howard, der ist 1936 gestorben. Zweite Auflage. Copyright 2017 bei Pegasus Spiele. Sieht aus, als ob das keine Übersetzung ist, sondern ein Eigenprodukt von Pegasus Spiele unter der Lizenz des Rollenspiels von Chaosium. Okay. Inhaltsverzeichnis. Einführungsbestimmungsschlüssel, ältere Wesen, ich überfliege das hier nur mal. Diener der äußeren Götter, Dimensionsschlürfer, dunkle Junge, hier, die Flugkrakens. Formloses Gezücht, Guts, Ghoule. Nyarlathotep. Der sei noch schwerer auszusprechen als Cthulhu selbst. Das Schlangenvolk, die Schogotten. Job-Nigorod. Ja, tiefe Wesen. Yorkshotos. Und Wesen der Traumlande. Der Dreamlands. Der Traumlande. Basilisken. Dunkeldürre. Katzen vom Saturn. Lampenmolche, Menschen von Leng, Schmetterlingsdrachen, Spinnen von Leng. Ich bin gespannt. Ja, was ist das? Irgend so ein Schlangenmensch, irgend so ein Schlangengezüchter. Ah, ich sehe gerade, links blendet es ein klein wenig. Ich versuche das Licht mal anders einzustellen. Moment. Ah, ich glaube, so geht's. Es ist hell genug.
Die Einführung. Der Bestimmungsschlüssel. Die Gegenwart des Wesens macht sich bemerkbar. Beginnen Sie hier. Ist das Wesen unsichtbar? Hat es eine klar bestimmbare Gestalt? Ja, das hier ist im Gegensatz zu dem anderen Monsterhandbuch von Cthulhu, was ich in dem Vorvideo vorgestellt habe. Ein reiner Fluffband. Also ein Fluffy. Es kommt ohne Statsblocks aus, ohne Rollenspielwerte. Und es ist in-game geschrieben. Also die Protagonisten, die Investigatoren, könnten dieses Buch im Rollenspiel finden und es benutzen. Na, hier, sehr schön, was ich in dem anderen Monsterbuch vermisst habe. Schaut es euch an. Die Größenverhältnisse der Monster zu einem Menschen. Und hier haben wir ja ein Lesebändchen. Sehr wichtig, die Größenverhältnisse, der Größenvergleich. Erinnert mich beides irgendwie so ein bisschen an den Film Land der Raketenwürmer. Diener der äußeren Götter. Die Dimensionsschlürfe. Dunkle Junge. Junge, Junge. Dunkles Junges beim Angriff. Zack, ja, schnappt er ihn. Flugkraken. Formloses Gezüchte. Phasen der Fortbewegung. Ein Gast. Größenvergleich. Für all jene, die nicht wissen, was ein Gast ist, das ist, ja, es ist eine Art Ghoul, quasi die Brut- oder Badass-Variante. Ja, und hier haben wir den normalen Ghoul. Die große Rasse von Yid. Hunde von Tindalos. Der Wendigo. Schaut euch mal das Größenverhältnis hier an. Ich wusste schon, dass so ein Wendigo nicht klein ist. Ja, groß, aber diese Größenordnung ist mir doch neu. Ich erinnere mich an ein Western-Rollenspiel. Da haben sich die Cowboys in einer Scheune verschanzt und dann brach der Wendigo durch das Scheunentor. Bloß erst bei dieser Größenordnung wäre eine Scheune für ihn zu klein. Der würde da gar nicht reinpassen. Ich glaube noch nicht mal auf allen Vieren. Ja, Migo.
Nia Latotep. Okay. Das Schlangenvolk. Ich weiß nicht, ob das Schlangenvolk eine Erfindung von H.P. Lovecraft ist. Ist es doch eher eine Erfindung von Robert E. Howard, insbesondere in seinem Zyklus um Kull dem Atlanta. Die Schogotten. Shub-Niggurath, also es sind wirklich die unaussprechlichen Kreaturen. Die unspeakable creatures des Mythos. Ein Sternenvampir. Sieht aus wie eine größere Qualle. Wobei es gibt auch Quallen in dieser Größenordnung. Ja. Tiefe Wesen. Ja, hier. Hier verwandelt er sich. Zack, und hier springt er aus dem Wasser. Seht es euch an, Freunde. Ah ja, hier ein Tempelwächter. Verschiedenen Berichten zufolge findet sich in den Tempeln Zatoguas stets eine oder mehrere Steinwannen oder Gruben, gefüllt mit abgestandenem, totem, schwarzem Wasser. Tatsächlich handelt es sich um formloses Gezücht im Ruhezustand. So ähnlich wie Black Goo vielleicht. Ja, wie ihr seht, das Buch ist ohne Statsblöcke, ohne Werte fürs Rollenspiel. Also es ist auch ein interessantes Nachschlagewerk für all jene, die nur die Geschichten vom Cthulhu-Mythos oder von H.P. Lovecraft lesen. Also nicht nur für Rollenspieler. Ja, hier ist die Mutation. Die Mutation. Mumien. Monstren. Erinnert mich irgendwie ein klein wenig an John Carpenters The Thing mit Kurt Russell. Was ist das? Eine Art Elefant mit Fühlern. Oder eine Art Ameisenbär, ich weiß es nicht. Schnauzentier. Dunkeldürre. Da hängt er, holt Schwung und dann zack, schnappt er ihn sich.
Ja, die kennt man auch aus anderen Rollenspielen. Gux. Eine Art Riesenfrosch, eine Art Riesenkröte. Die Katzen vom Saturn. Und die Lampenmolche. Larven der äußeren Götter. Ein schönes Bild. Ein nice picture. Menschen von Leng. So sehen die also aus. Sieht mir eher aus wie so eine Art Satyr, ne? Okay. Die Mondbestien. Seht euch das an. Der Bewegungsablauf. Okay. Schmetterlingsdrachen. Die Spinnen von Leng. Die sind so groß, wenn die im Dschungel lauern, mank den anderen Bäumen und Ästen und Schlingpflanzen, sind die so groß, man merkt gar nicht, dass man in ihre Fänge läuft. Und wenn sie dann über einen sind, dann schnappen sie zu. Ein Wams. Wesen von ihm. Wolkenbestien. Ja, der Größenvergleich. Zox. So eine Art Ratte. Eine faulende, schmerrende Ratte. Ja, eine Riesenratte. So groß wie ein Skiver aus Skyrim, aus Himmelsrand. Ja. Aber ekliger in der Erscheinung. Und hier haben wir nochmal den kompletten Größenvergleich der Creatures. Und hier unten links ist der Mensch. Der Ghoul. Die Ghasts sind noch größer als Ghule. Hier haben wir ihn. Oh, das ist schon erheblich gegenüber dem Menschen hier. Der Wendigo. Und hier haben wir noch die Literaturempfehlung. Kosmische Schrecken. Hier sind alles Bücher aus dem Vesta Verlag. Also für alle Freunde und Leser des Cthulhu-Mythos, die sich dieses Buch zulegen, haben wir hier nochmal Literaturempfehlungen, quasi ein Nachschlagewerk.
wo wir denn doch die Monster finden können. Tja, meine lieben Freunde, das soll's mal wieder gewesen sein. Wir sind durch mit diesem Schauenmachwerk hier. Mir gefällt vor allen Dingen der Größenvergleich. Und anders als wie in dem anderen Monsterhandbuch haben wir hier wirklich die unaussprechlichen Kreaturen drin. Also die Kreaturen, die sich H.P. Lovecraft selbst ausgedacht hat. Also nicht nur die gewöhnlichen Monster wie Vampire oder Werwolf und so weiter, sondern wirklich mehr oder weniger die kosmischen Schrecken. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lasst euch nicht wegschnappen.